Ups, Herr Ministerpräsident. Guten Abend. Ich wusste gar nicht, dass Sie jetzt unter die Fußballspieler gegangen sind. Ich muss lernen, meinen Kasten sauber zu halten. Ach, Kasten sauber halten? Das wollen wir mal sehen. Achtung. Wer warst du? Oh. Eigentor. Ja, von wegen Kasten sauber halten. Schon wieder ein Eigentor. So wie bei Ihrem Dieselfahrverbot der Schuss ja auch nach hinten losgegangen ist. Das sei im Autoland Baden-Württemberg ein klassisches Eigentor, sagt zum Beispiel Daimler-Chef Dieter Zetsche. Ne? Der Dieter und ich sind ja eigentlich echte Sportsfreunde und wir Grünen sind die neue Wirtschaftspartei, sagen Ja zum Autoland Baden-Württemberg und deshalb auch Ja zum Diesel. Hört sie! Über unsere Autobahnen liege zu viel Abgasfahne, doch der Diesel wird jetzt grün und unser schönes Land erblühen. Ja, sehr schön. Die Mitarbeiter von Daimler und Bosch werden bestimmt begeistert mitsingen. Und überhaupt, wie wollen Sie den Diesel denn grüner machen? Auch die allerneuesten Dieselmodelle werden jetzt nachgerüstet. Mit dem Feinstaub-Kehrwochentool. Aha, sollen dann alle künftig damit hinter ihrem Diesel herkehren, oder was? Wenn das nicht klappt, dürfen Diesel künftig nur noch an Regentagen durch Stuttgart rollen. Denn wo's regnet, feinstaubt nix. Und wenn es mal tagelang nicht regnet, das soll ja vorkommen. Dann heißt's, wer sein Diesel liebt, der schiebt. Das klappt. Und was wir machen, wenn es nicht klappt, das sehen wir dann, wenn es nicht klappt. Das klappt immer. Hä?